Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Endlich habe ich hier mein Fullface bei Beauty Bay auf dem Tisch stehen, denn jetzt ist jetzt die Mascara auch im Sortiment eingezogen und da habe ich mir gedacht, komm, jetzt muss ich mal so langsam hier einen raushauen, ne? Und wenn du Bock drauf hast, wie die Marke so performt zu erfahren, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich finde die Lidschattenpaletten ja immer richtig, richtig cool und habe auch schon das ein oder andere weitere Produkt ausprobiert, bis auf Primer, Concealer, Puder, ja, habe ich alles hier tatsächlich. Primer habe ich aufgetragen und dann mache ich jetzt mal weiter mit der Foundation. Die habe ich in der Farbe BB101. Ich glaube, das müsste die hellste Farbe sein, ne? Glow Filter. Also ich denke, das ist so eine Art Charlotte Tilbury, dieses, ne, Dingenskirchen Dupe sein könnte. Weiß ich aber noch nicht. Wir pumpen uns das jetzt erstmal hier so drauf. Nö, das scheint auch wirklich mit der Kraft unterwegs zu sein. Guck mal. Finde ich richtig gut, fließt auch ganz gut, könnte farblich passen, sieht so ein bisschen peachy aus. Und dann kommt das auf mein Gesicht. Ich verwende natürlich auch die Pinsel von bei Beauty Bay, da habe ich mir mal vor Ewigkeiten auch ein Pinselset gekauft. Wirklich gute Qualität, also kann man echt empfehlen. Und dann verteile ich mir das. Leichte Deckkraft, also das werde ich mir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen aufbauen. Sehr leichte Deckkraft. Ja, das ist wirklich wie diese, wie heißt das denn nochmal? Hollywood Flawless Filter, genau. Ich wollte gerade nochmal nachschauen. Also Glow gibt es auf jeden Fall. Für mich ist es jetzt kein wirkliches Foundation-Produkt, sondern tatsächlich eher ein Primer. Ne? Also auch wenn ich das hier so den Hals runterblende, sieht man nicht wirklich was davon. Man sieht aber diesen enormen Glow. Das ist krass. Das ist wirklich, wirklich krass. Ich gebe mir darüber jetzt tatsächlich noch eine Foundation, dann nehme ich einfach die aus meinem Project Pen. Aber in der Kombi funktioniert das wirklich gut. Also das ist schön. Also wie gesagt, als Primer definitiv, als Foundation würde ich das jetzt nicht so für mich sehen. Bei Beauty Bay hat auch so Schwämmchen rausgebracht. Da nehme ich jetzt mal eins von, um die Geschichte einzuarbeiten. Die Schwämmchenform ist wirklich gewöhnungsbedürftig, wobei du halt dieses abgeschrägte super für Concealer so verwenden kannst, ne? Das auf jeden Fall. Auch meinen Concealer aus dem Project Pen trage ich mir jetzt auf, weil, ja, wie gesagt, wir haben keinen von bei Beauty Bay. Noch nicht. Oh, und dafür ist das Schwämmchen wirklich großartig. Aber wir haben einen Liquid Blush tatsächlich in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier die Farbe Blooming. Finde ich großartig. Ist jetzt ja auch gerade so das Ding. Man findet es immer mehr. Und auch bei Beauty Bay hat sich überlegt, dass es eine gute Idee wäre. Wow, da ist jetzt ganz schön viel Produkt dran. Ich gebe mir das jetzt erstmal auf meinen Handrücken, weil ich jetzt natürlich nicht weiß, wie intensiv das auf meinem Gesicht aussehen wird, weil das ist schon eine krasse Farbe, ne? Ich nehme jetzt meinen Pinsel, gehe ein bisschen rein, verteile mir das auch so ein bisschen in den Pinsel drin. Ich glaube, der wird ganz intensiv werden. Jo. Hm. Und ich baue sowas lieber auf, als dass ich mir erst zu viel aufgebe und dann habe ich ein Problem, ne? Das habe ich schon so häufig hier gehabt. Aber na, ich bin ja hier da, ich bin hier ja für euch da, um eben sowas zu testen, wie die Produkte so performen und so. Und dann könnt ihr halt für euch entscheiden, ob das was für euch ist. In der Infobox verlinke ich euch bei solchen Schminkies auch immer die Produkte so und natürlich auch jetzt, ne? Und wenn ihr möchtet, könnt ihr Produkte nachkaufen oder euch einfach generell mal dort umschauen und dann für euch entscheiden, was da für euch passend wäre. Diesen Blush, muss ich wirklich sagen, finde ich ganz, ganz toll. Also eine schöne Farbe. Ich habe jetzt diesen Swipe, den ich hier drauf hatte, auf beiden Seiten so jetzt eingearbeitet. Da kann ich tatsächlich, na, ich habe nachher noch einen Puderblush, den werde ich wahrscheinlich auch noch drüber geben. Aber man kann ihn definitiv noch deutlich intensiver aufbauen. Also wenn ich da jetzt einfach mehr drauf packen würde, wisst ihr Bescheid, da geht die Party dann ab. Hier habe ich jetzt noch die Eye Base. Ich glaube, die gab es auch in unterschiedlichen Farben. Ich habe die jetzt in Light oder in Base 1, also quasi weiß. Genau. Mal gucken, wie intensiv jetzt meine Augenlider weiß werden. Oh ja. Ne? Ich habe jetzt auch nur für wenig Produkt verwendet. Das geht ganz gut. Doch, das gefällt mir, was ich hier sehe. Das ist wirklich ein schönes Ergebnis. Das mag ich gerne leiden. Wie gesagt, Puder haben wir jetzt nicht. Da nehme ich auch meine Produkte aus meinem Project Pen einfach.
Da weiß ich nämlich, dass die generell funktionieren, ne? Deswegen macht das bei solchen Geschichten jetzt einfach Sinn. Dann widmen wir uns mal dieser Face-Palette. Bronze Blush Glow Face-Palette. Das dürfte die mittlere Farbe sein. Ich weiß nicht, warum ich mir nicht die hellste gekauft habe. Ich glaube, das war auch ziemlich dämlich. Aber na, ich habe auf jeden Fall hier zwei Blushes, einen quasi ja krassen Bronzer und auch einen Highlighter. Der Highlighter ist mir nämlich leider viel zu dunkel. Kann aber auch sein, dass diese Palette irgendwo für Umme mit dabei war. Manchmal hat bei Beauty Bay ja auch diese Surprise Mystery Blah Boxen, ne? Dann nehme ich jetzt auch diesen Pinsel. Das ist übrigens der BB101. Und dann gehe ich hier in Sandy rein, also in diesen Bronzerton. Und trage mir den Bronzer an den zu bronzenden Stellen auf. Ist halt ein richtiger Bronzer, ne? Also der ist schon sehr, sehr warm. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, weil die Pigmentierung bei Beauty Bay Base-Produkten ist halt wirklich, also das war eine krasse Alliteration, oder? BB, ist halt wirklich enorm. Aber es funktioniert halt, ne? Ist das jetzt mein Lieblingsbronzer? Na, ich weiß ja nicht. Ich nehme jetzt mal den Guava, das ist dieser Peach-Ton, den ich sehr schön finde. Wie gesagt, sehr vorsichtig sein, denn ich habe jetzt eigentlich auf Primrose oder Primrose noch nicht so wirklich Bock, weil das ist für mich eher ein Herbstton. Und das hier ist eher so ein Sommer-Frühlingston, der passt eigentlich jetzt so mehr in diese Zeit. Ja, oh, mag ich. Schön, 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 schön. Aber intensiv. Pass auf, Claudinchen. Das ist schon so ein richtig krasser Blush, ne? Aber wie gesagt, die bei Beauty Bay Sachen sind schon heftig. Gilded, du bist halt zu Gold, ne? Ja, du bist halt einfach zu Gold. Es tut mir leid. Aber ich habe ja noch einen anderen Highlighter. Das ist eins der ersten Produkte, die bei Beauty Bay auch selber rausgebracht hat. In der Farbe Flash. Der beamt dich bis zum Mond und wieder zurück und dann wieder zum Mond. Also im Prinzip bleibst du dann auch direkt auf dem Mond, weil der ist Hammer. Der ist richtig krass. Gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Ich habe mir halt einfach die hellste hier geholt. So, dann nehme ich auch mal einen wirklich Fluffel-Fluff-Fluff-Pinsel und bin jetzt so ganz vorsichtig rein. Ja, der ist nämlich intensiv. Das muss man mögen, ne? Ist nicht jedermanns Sache. Aber der ist schön. Ich habe jetzt nur leicht aufgetragen und der ist schon, der geht ab wie ein Zäpfchen, ne? Aha, ne. Sehr gut. Der ist auch relativ grob, wenn man das mal so sieht, von der Nähe auch, ne? Aber ich finde den trotzdem schön, also ich mag bei Beauty Bay Base-Produkte schon gerne. Man muss nur mit Vorsicht das Ganze genießen, ne? So ein bisschen das Näschen mit den Resten noch zum Leuchten bringen, aber nicht zu intensiv. Augenbrauen. Da habe ich jetzt hier ein Eyebrow Pencil in der Farbe Almond. Also die Mandel lässt grüßen. Ich mag es einfach, dass wir hier auch ein Spoolie dran haben. Vielleicht ein Müh zu warm, aber mal gucken. Wird eh ein warmer Look heute. Ich fühle mich einfach wohler mit so einem klassischen Brow Fixer. Das gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Ich habe das jetzt hier in der Farbe Clear. Das hat sich gereimt. Das hat auch so Fasern dran. Das heißt, man könnte damit theoretisch auch noch die Augenbrauen auffüllen, wenn man das irgendwie drauf anlegt. Jetzt habe ich hier eine Palette, Leute. Das ist der Wahnsinn in Tüten. Nennt sich Tropical. Das ist diese hier. Wir gucken uns sie mal kurz von innen an, okay? Und dann könnt ihr kurz das Video anhalten und in die Kommentare schreiben, an welche Palette sie euch erinnert. Ich habe sie hier schon liegen, denn das hier erinnert mich enorm, aber sowas von enorm, an die Natasha Denona Sunrise Palette. Das ist ja mal krass. Ich halte sie nochmal nebeneinander. Ich glaube, das hatte ich euch im Haul auch sogar schon gezeigt. Das ist mir erst gar nicht so aufgefallen. Die gibt es auch nämlich in so einem, in so einer Sundown Collection, also in so einem Set. Aber hier sind viele Töne drin, die sich sehr, sehr ähnlich sehen. Und ich sage es euch, wie es ist. Die Qualität von bei Beauty Bay ist einfach besser als die von Natasha Denona, meiner Meinung nach. Die ist der Wahnsinn in Tüten. Man muss manchmal ein bisschen aufpassen, weil halt sehr, sehr starke Pigmentierungen am Start sind. Aber wenn ihr halt so eine Palette möchtet, also vom Farbschema wie die Sunrise Palette, dann würde ich euch definitiv zu der hier raten, weil die ist echt gar nicht mal so teuer. Ich starte mit dem Ton Watermelon. Da bin ich jetzt mal sehr mutig. Also das ist wirklich so ein richtig schöner Mauve-Ton. Oder Magenta. Ja, den setze ich mir wirklich auf mein Lid. Verteile den auch so in tupfenden Bewegungen. Also da kommt später auch noch Schimmer drüber. Und der wird auch noch weiter ausgeblendet. Das ist im Prinzip jetzt einfach die Base von meinem Look. Super pigmentiert, super cremig, fühlt sich an. Echt angenehm an, den jetzt auch zu verteilen. Also gar nicht irgendwie kreidig oder so, ne?
Als nächstes nehme ich mir den Ton Lilo, das ist dieses Orange. Auch wieder mit dem gleichen Pinsel, das ist übrigens die BB205. Genau, den nehme ich hier, um das im Prinzip hier so auszublenden, also in diese Lidfalte. Also das ist wirklich meine richtige Lidfalte. So, und da gebe ich mir jetzt an die Kanten, um das noch weiter auszublenden, den Ton Blond. Das ist einfach dieser, ja nicht, also nicht ganz krass gelber Ton, sondern leicht orange-gelber Ton. Der kommt da nochmal außen entlang. Holla, das sieht schon cool aus, ne? Mag ich gerne leiden. Ich nehme jetzt auch den Ton, welchen nehme ich denn? Ich glaube Papaya, da bin ich jetzt mal aufregend, ne? Das ist so ein blass-orange. Und das setze ich mir, ein Aprikos, an den unteren Wimpernkranz. Nach außen hin gebe ich mir etwas von dem Fire Pit. Das ist ein sehr warmes Braun. Und das verbinde ich auch ein ganz kleines bisschen mit hier oben. Blende das da auch ein bisschen mit rein, ne? Dass da der Übergang auch irgendwie nicer aussieht. Es ist schon mal ein ziemlich krasser, geiler Look. Ist aufregend. Ich mag sowas. Jetzt kommen wir gleich zu den Schimmertönen. Vorher werde ich aber etwas NYX Glitter Glue verwenden, weil der hält einfach alles ein bisschen mehr an Ort und Stelle. Das ist einfach, ich finde es einfacher, wenn man mit sowas arbeitet, ne? Dann nehme ich mir hier mit dem Finger den Ton Parasol. Das ist einfach ein, Pink-Schimmerton. Etwas dunkelpink. Den tupfe ich mir quasi so auf der Mitte. Auch ich packe den auch noch hier außen mit dran. Das passt. In mein inneres Drittel gebe ich mir den Ton Sun. Das ist dieses extrem schöne Sonnengelb. Und den ziehe ich mir auch noch ein bisschen auf den Ton, den ich natürlich gerade schon aufgetragen habe, um da einfach ja so einen schöneren Übergang zu haben. Ne? Das sieht echt foliert schön aus. Das ist Wahnsinn. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen was von dem Highlighter in den Innenwinkel gegeben. So ein cooler Look, ne? Und das hat wirklich easy funktioniert. Das ist eine wundervolle Qualität und ich kann es euch einfach nur empfehlen, euch die bei Beauty Bay Paletten anzugucken, ne? Das ist schon ein Träumchen. In dieser Disney-Kollektion haben die Shadow Sticks rausgebracht und hier habe ich jetzt ein Gelb, das möchte ich mir an der unteren Wasserlinie auftragen. Ich habe mir gedacht, das könnte jetzt ganz gut harmonieren, wenn ich hier im Innenwinkel ja auch gelb bin und hier außen drumherum. Mal gucken. Ja, das ist auf jeden Fall intensiv und fällt ins Auge, ne? Kann man nicht anders sagen. Ich finde es irgendwie cool. Okay, dann habe ich jetzt noch einen Eyeliner und zwar ist das hier der Liquid Eyeliner. Habe ich einfach in schwarz in Domino? Domino ist schwarz, okay. Das ist dieser hier, einfach ein Filz Eyeliner und damit möchte ich mir einen Eyeliner ziehen. Ja, sagen wir ganz oft Eyeliner. Das ist gut. Man kommt echt schön in den Augen in den Winkel damit. Das ist cool. So würde das schöner aussehen. Das ist ein bisschen so runtergehupft. Was habe ich denn da gemacht? Naja, ich glaube, ich lasse das aber jetzt einfach mal so, weil wenn ich jetzt anfange, daran rumzudoktern, wird das furchtbar aussehen. Egal. Ein Fixing Spray oder Setting Mist habe ich. Das ist leider mattifying. Mal gucken, was das jetzt mit meinem Make-up anstellt, weil an und für sich finde ich meine Base sehr, sehr schön und glowy und angenehm. Es fühlt sich auch angenehm auf der Haut an, weil ich sie nicht wirklich fühle. Das ist halt auch immer ein Pluspunkt, ne? Partiell sehr, sehr feiner Sprühstoß. Nimmt jetzt aber nicht irgendwie den Glow krass runter. Das finde ich sehr positiv, ne? Jetzt biege ich mir die Wimpern, denn wir kommen zu einer High-Key-Mascara. Die hat bei Beauty Bay jetzt ganz neu rausgebracht und das ist eine Volume Mascara. Das Bürstchen sieht verheißungsvoll aus. Es ist ein richtig fettes Gummibürstchen und damit möchte ich mir jetzt Wawa Womb Lashes machen. Mal gucken, ob das hinhaut. Die riecht nach nichts. Das ist auch positiv, ne? Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die macht zwar jetzt nicht so mega Länge oder so, aber das kriege ich ja durch mein Grande Lash Wimpernserum. Aber die macht wirklich Volumen, die macht Schwung, die macht Fülle. Drei Schichten ist natürlich krass, aber Satan, ja, habe ich jetzt Puppenaugen. Das ist mega. Ich feiere das gerade total. Also eine wirklich tolle Mascara. Ich glaube, die kostet 14 Euro, ne? Aber das ist vollkommen in Ordnung. Also das ist die Mascara auch allemal wert. Definitiv. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Komm hier an der Seite so ein bisschen an meine Augenbrauen. Witzig. Ja,
sehr gut. Finalisieren wir den Look doch einfach mal mit ein paar Lippenprodukten. Da habe ich hier einen Lip Liner in der Farbe Heather. Das ist ein anspitzbarer Lip Liner, genau. Huch. Das ist ein wunderschöner, kühler Rosenholzton, der theoretisch auch zum Look passen würde. Aber ich möchte bei den Lippen jetzt eigentlich nicht allzu dunkel werden. Deswegen verwende ich in der Farbe South Side diesen Lippy. Das ist einer von den Cream Lipsticks. Auch aber so ineinander verblendet, finde ich, passt das sehr, sehr gut zum Look. Oh. Theoretisch wird das so auch allemal reichen, aber wer mag, kann sich jetzt natürlich noch irgendwie ein Gloss oder so drüber geben. Da habe ich in der Farbe Mocha diesen hier und die Glosse von bei Beauty Bay sind wirklich schön. Der riecht auch ganz angenehm. Das ist der fertige Look, ne? Passt jetzt nicht unbedingt zum Oberteil, wobei eigentlich irgendwie doch, weil kontrastmäßig, ne, hat auf jeden Fall was. Also ich finde, dass die Mascara richtig cool ist. Ich mag generell einfach die Produkte, muss ich wirklich sagen. Gut, die Glow-Filter-Geschichte hätte vielleicht ein bisschen deckender sein können, um wirklich als Foundation durchzugehen. Aber so ist es ein wirklich schöner Primer, kann ich nicht anders sagen. Also bei Beauty Bay gerne noch eine etwas deckendere Foundation rausbringen. Puder wäre ganz nice, Concealer wäre ganz nice, ne? Ich mag die Qualität der Lidschattenpaletten und ich finde einfach, dass man bei Beauty Bay für viel günstigeres Geld so eine höhere Qualität bekommen kann, als bei manch einem High-End-Produkt. Und das möchte ich einfach empfehlen. Ne? Schreibt mir mal gerne auch mal in die Kommentare eure Erfahrungen mit bei Beauty Bay, ob ihr da schon irgendwelche Produkte verwendet habt, die ihr mega empfehlen könnt oder so. Das würde mich auch echt interessieren. Und ja, das wäre es dir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Das wäre so, so cool. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!